Jo, okay, hallo, guten Tag. Vielleicht will ich die Höhle doch machen. Habt ihr das gesehen? Wo ist er? Da hinten. Oh, Mist. Trägst du den so freiwillig bei dir, oder? Ich würde dir gerne helfen, das sieht nicht gut aus. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ihr seht, ich bin gerade erst aus dem Bunker rausgekommen und ja, traurigerweise ist immer noch Schnee da. Ihr wisst, ich mag die schneekalte Jahreszeit nicht so sehr. Aber ich habe die Nacht da drin verbracht im Bunker, weil ich dachte, ich laufe jetzt auch nicht so weit voraus, sondern lasst uns noch gemeinsam den Weg beschreiten. Und zwar will ich ja zu der Schaufelhöhle, um das einfach hinter mich zu bringen. Da werde ich auch wirklich einiges rausschneiden. Die Höhle ist lang. Wir haben sie erst vor kurzem komplett gemacht. Wen das also interessiert, der kann sich gern die andere Episode noch anschauen. Ich hänge die am Ende auch einfach mit dran als Videohinweis, dass ihr da drauf gehen könnt. Und da oben ist, da sind welche, die wollen wir jetzt nicht. Zumindest ich will das jetzt nicht. Genau. Von dem her, wer das anschauen will, kann das gerne tun. Ansonsten würde ich die Höhle im Schnelldurchlauf skippen wieder, weil die echt lang und anstrengend ist, muss ich sagen. Und ich habe sie schon mal im Speedrun gemacht, das geht schon. Der schlimme Part ist, wenn du diesen großen Raum nicht geklärt hast, dann gehst du nach hin, holst die Schaufel und musst wieder zurück. Aber ja, wie gesagt, es geht schon, kriegt man schon hin. Und genau, was ich jetzt machen will, deshalb gemeinsam hier. Ich muss wahrscheinlich doch dahin, wo die gerade waren. Ja, jetzt haben sie mich auch gesehen. Es müsste hier irgendwo... Oh, ich glaube echt hier... Müsste es einen Eingang zu einer Höhle geben. Oh, Mist. Ja. Da sind einige. Mist. Ich gehe jetzt mal zu diesem blauen... Ding. Ah, klar, dass die jetzt hier überall sind. Ah, okay, hier, wir gehen einfach mal rein. War ich noch nie drin. Nur gesehen, dass es dort jetzt eine Höhle gibt, wo ein Blueprint drin sein müsste. Und zwar für diesen Glider-Launcher, also sprich... Ich habe Angst. Dieses Katapult müsste das sein, denke ich mal. Wo uns hochkatapultiert, dass wir mit dem Glider durchstarten können. Das möchte ich mir holen, wenn wir sowieso dran vorbeilaufen. So. Ja, es kann natürlich sein, ich bin jetzt in der falschen Höhle. Who knows, weil ich jetzt so ein bisschen panisch auf der Flucht war. Keine Ahnung. Also nee, hier scheint ja nichts zu sein, okay. Aber zu was ist die Höhle dann gut? Also, Frage. So. Ja, nicht jede Höhle muss einen tieferen Sinn haben, aber hier ist ja echt... Ich meine, Päckchen Munition oder so? Hallo. Es ist echt bitter. Okay, da müssen wir wieder raus. Aber gut, dass wir uns jetzt so ein bisschen aufgewärmt haben. Keine Ahnung. Müsste aber hier in der Nähe sein. Wir werden sie bestimmt finden. Vielleicht sind die jetzt auch weitergezogen. Wenn ich so ein Sekündchen warte noch oder so. So. Zwei mögliche Szenarien. Entweder die erwischen uns gleich von oben oder sie sind weg. Kart ist, glaube ich, fahrbar. Würde ich jetzt aber gar nicht nehmen. Ehrlich, also brauchen wir nicht. Orientierung, bitte. Orientierung. Ihr müsste irgendwo hier sein. Zwischen diesem, was ist das, Fluss hier? Und dem Fluss unten müsste irgendwo ein Höhleneingang nochmal sein. Ich glaube zumindest, dass ein Höhleneingang ist. Ihr wisst, ich schaue zwar schon immer mal wieder nach für irgendwas. Aber jetzt auch nicht immer so 1000% genau. Boah, echt Leute, keine Ahnung. Vielleicht hier vorne. Gut, dass wir eine Fackel haben. Ach, schaut mal hier. Dann ist es die hier. Sind wir hier nicht schon mal? Ich glaube, hier haben wir das Ding abgenommen. Oh ja. Und ich bin damals nicht rein, weil ich gesagt habe, lieber nicht. Immer wenn es darum geht, irgendwelche Bretter aufzuschlagen. So, machen wir wieder. Oh, cool. Okay, schön gemacht. Ich wünschte, ich könnte die Fackel zumindest zum Verteidigen nehmen. So, hier haben wir so einen Beutel. Ist auch nicht schlecht. Die habe ich übrigens alle aufgemacht. Da kommt ja immer das Gleiche raus. Also so ein bisschen Draht und so Zeug. Okay, in den Kisten ist ja auch immer so ein bisschen das Gleiche drin. Seile haben wir mehr als genug. Schauen wir mal hier nach hinten.
Ja, sieht doch gemütlich aus hier drin. Eine richtig gemütliche Höhle. Oh, schaut mal, hier geht's hoch, hier geht's runter. Müssen wir uns natürlich alles anschauen. Yes, hier. Da haben wir's. Let's take a look. Oh ja, wir sehen so viel. Okay, cool. Ja, wir wissen ja, wie er aussieht. War im Trailer ja schon zu sehen. Bauen wir auf jeden Fall. Bauen wir auf jeden Fall. Wir haben zwar unsere coole Seilrutsche, die uns auf diesen schönen Absprung, Absprungspunkt bringt. Aber ich will natürlich trotzdem das Ding bauen. Frage ist, wo geht es jetzt hier noch hin? Mein Plan war jetzt nicht unbedingt hier in Riesenhöhlen. Ah, okay, cool. Wir sind wieder draußen. Ist ja nice. Ist das Virginia? Ist ja cool. Okay. Ah, jetzt sind wir hier oben wieder. Ist ja nice. Gefällt mir. Also, dann würde ich jetzt sagen, ist gar nicht so weit. Da oben ist diese Höhle. Vielleicht wäre, aber das Gelände ist auch viel zu unwegsam, dass man jetzt hier so ein Golfkart nimmt, finde ich zumindest. Ich würde sagen, ich laufe da hoch. Habe ich schon öfters gemacht. Ist kein Problem. Und ich würde dann einfach aus der Höhle so ein paar Impressionen zusammenschneiden. Einfach, weil wie gesagt, wir hatten die ja schon zur Genüge. Und ich möchte auch nicht, dass die Folge so lang wird, nur mit diesem Höhlen-Ding. Weil es ja eben doch nur rein, rauf, runter, raus ist, wie ich immer sage. Deshalb würde ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, bis gleich. So, wir sind inzwischen bei der Höhle. Ich sammle natürlich alles ein, was hier so rumliegt. Hier gibt es nämlich auch, genau, die Slingshot. Wunderbar. Seil, wie gesagt, haben wir genug. Und ich glaube, ich habe auch keine Knochen mehr dabei. 6 Stück. Reichen die nicht, um die Rüstung zu bauen? Doch, perfekt. Ich nehme alles, was ich kriegen kann jetzt. Und dann können wir auch zumindest noch das eine Seil einsammeln. Dann sind wir soweit versorgt. Virginia hat gesagt, genau, Virginia will uns hier treffen, hat sie gesagt, um uns die Pistole noch zu geben. Und hier ist sie auch schon. Hallo Virginia. Vielen Dank, du hast ein Eichhörnchen gebracht. Und weg ist es. Virginia, genau, danke. Du hast gesagt, du willst mir die Waffe geben. Das finde ich super nett von dir. Super, super nett. Wunderbar. Vielen Dank. Genau, das hatten wir so vereinbart, dass sie hier eben uns trifft, bevor wir in die Höhle gehen. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Kaffee gemütlich einen schnellen Höhlendurchlauf zu machen? Let's go. So, da kommen schon die Ersten, die wir einfach versuchen zu ignorieren. Ich weiß natürlich auch nicht, die notwendige Rüstung angezogen. Das sind ja viel mehr, als ich in Erinnerung hatte. Guten Tag. So, und jetzt leiden wir sowieso hier runter und sind wieder weg. Also die Ersten, ganz ehrlich, die kann man so easy skippen. So, ab jetzt Point of No Return. Ab jetzt musst du durch. So, noch ein bisschen mehr Rüstung bitte. Ich habe auch bei Techmesh gemacht. Vielleicht brauchen wir die, weiß ich noch nicht. Ich habe sie auf jeden Fall mal dabei. Aber ich denke, so sind wir gut ausgerüstet. Weiter geht's. Ja, die Stelle hasse ich tatsächlich. Ziemlich. Weil die hier immer in diesem kleinen Durchgang stehen. Ja, das war klar. Okay. So. Kannst du nicht anhalten hier, das ist echt mies. Yes. Boah. Ab und zu kriegst du eine. Lässt sich nicht verhindern. Lässt sich nicht verhindern. Nice. Zweite Tauchaktion. Ja, hier ist auch übel. Ich würde mal versuchen wollen. Das hat Spaß gemacht. Waren das schon immer so viele? Halleluja. Ich möchte nur die Schaufel, schalali und schalali. Ich möchte nur die Schaufel, schalali und schalali. Ich bin gleich schon wieder weg. Kurz durchatmen. Ja, ich glaube, zwei Dinge waren wichtig hier.
die Schaufel und das Pistol Flashlight. Und ich glaube, dass also das Licht für die Pistole, und ich glaube, das war bei irgendwo in der großen Höhle bei dem Soldaten. Das bedeutet, da müsste ich nochmal kurz reinschauen. Ja, aber das vielleicht schaffen wir es eben zurück. Ansonsten gibt es noch andere Fundorte. Kriegt man schon hin. Yo, okay, hallo, guten Tag. Vielleicht will ich die Höhle doch machen. Habt ihr das gesehen? Wo ist er? Da hinten. Oh, Mist. Okay, jetzt wünschte ich mir, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit eingeplant hierfür. Weil jetzt wird es natürlich funny. Ich würde mal die Granaten auf die 2 legen. Warum auch immer auf die 2? Weiß nicht, einfach so. Die Bomben? Nee, ich würde es mit Granaten versuchen, oder? Nimm die mal. Und renn um dein Leben. So. Hier ist der. Ich häng fest? Ach so. Das erklärt einiges. So, ich hoffe, ich habe den trotzdem erwischt. Das Problem ist, du musst ja immer dahin werfen, wo sie sein werden und nicht, wo sie sind. Und du solltest nicht in der Ecke festhängen. Okay, 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 okay. Vor allem jetzt verballere ich mir meinen ganzen guten Fortschritt. Ich war so gut. Wisst ihr, wie ich meine? Ich war so gut. Und jetzt will ich es unbedingt machen. Sind es 2? No way. Oh, ich häng schon wieder. Das ist, wenn du immer rückwärts läufst und dann halt nicht siehst, wo du hinläufst. Oh fuck, wir haben alle verballert. Jo, wie sie einfach 2 Stück sind. Würde ich nie machen, Leute. Einfach in den Raum rennen und dann versuchen, alle wegzumachen. Niemals. Normal hätte ich die jetzt schön gepult von außen, so einen nach dem anderen. Das war jetzt echt eine ziemlich dumme Idee. Aber irgendwie macht es ja auch echt Spaß. Jo, keine Granaten mehr. Okay. Wir könnten es mit einer Haftbombe versuchen, wenn wir einen von denen erwischen. Von den Großen, wisst ihr? Wie ich das meine? Das Problem ist, die kleinen Schnellen, die sind halt echt krass. Irgendjemand hat es zerlegt. Das feiere ich schon mal. Ich sehe nichts mehr. Ich muss kurz umswitchen. Und den würde ich mir jetzt auch noch krallen. Der, wo uns jetzt hier die ganze Zeit auf den Keks geht. Der hier. Es ist ziemlich sicher ein Blauer. Es war ziemlich sicher ein Blauer. Da ist es. Das habe ich gesucht. Jo. Was ist jetzt? Habe ich es echt? Was ist jetzt? Krass, das war es mir wert. Das war gar kein Blauer. Der ging mir voll auf den Sack, ganz ehrlich. Viel schlimmer als die Großen war tatsächlich der. Und wir haben nicht mal Rüstung bekommen. Das ist mies. Weil wir sie halt in die Luft gesprengt haben, ne? Oh, wie cool. Ich meine, viel gesehen haben wir jetzt nicht, weil ich wie ein Bekloppter durch die Gegend gerannt bin. Aber... hier waren ja immer die Zwillinge, deshalb war ich überrascht am Anfang, dass die nicht da sind. Kann natürlich auch tatsächlich sein, dass es so ist, dass die jetzt dann erst beim Zurücklaufen auftauchen, weil im Hin war definitiv keine. Ja, krass, okay, cool. Jo, da würde ich sagen, coole Sache. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Was ist das für ein Gang? Was ist denn mit den Babys? Ich bin jetzt verwirrt. Auf jeden Fall ist es nicht der Ausgang. Ja, okay, ich bin zurückgelaufen. Waren hier nicht immer Babys mal früher? Also, okay, nochmal. Hier kamen wir jetzt von der Schaufel. Hier geht's rein und dann geht's auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Okay. So, und schon sind wir auf dem Weg nach draußen. Super geile Sache. Ja, Babys, da kommen auch noch ein paar, glaube ich. Was ich jetzt tatsächlich, glaube ich, verballert habe, ist den Wetsuit. Also den, ja, Taucheranzug. Der war, glaube ich, weiter vorne. Da bin ich irgendwie dran vorbeigedüst. Den würde ich dann tatsächlich nachträglich nochmal holen. Weil, Mist, schnell weg hier. Weil ich glaube schon, dass das wichtig ist. Er ist nicht überlebensnotwendig. Definitiv nicht, das wissen wir ja. Ich habe den auch selten angehabt, weil in der Regel... ja, du schwimmst, also du tauchst schneller. Klar, logisch. Aber du schaffst es mit den Airtanks normalerweise auch so.
Ist also eigentlich kein großes Ding. Wir haben, was wir haben wollten. Den Wetsuit würde ich dann der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber ist nicht so schlimm. Also tatsächlich, dass wir den jetzt nicht haben. Ich habe den so gut wie nie angezogen. In keiner Situation. Von dem her, wo sind wir jetzt? Ja, wir sind ja kurz unterhalb der Höhle. Ich würde nochmal ganz kurz rein und würde mir den nochmal krallen. Und dann sehen wir uns hier draußen wieder. So, da sind wir wieder. Ich bin nochmal ganz schnell rein. Ich hatte das natürlich auf dem Schirm, dass es hier diesen Taucheranzug gibt, aber irgendwie nicht mehr dran gedacht. Der ist nach der ersten Stelle, also direkt, wenn du hier reintauchst, ganz am Anfang liegt der direkt. Deshalb war das jetzt auch gar keine große Sache. Das bedeutet, für uns ist es so, dass wir jetzt endlich die Schaufel haben. Und wir haben, hier hinten ist er, hier der Taucheranzug, der Neoprenanzug, genau. Von dem her haben wir jetzt alles, was es hier zu holen gibt. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Es wird bereits langsam dunkel. Kevin, du hättest nicht extra herkommen müssen. Ich würde jetzt einen Absprungpunkt suchen. Also ich will natürlich nicht zu Fuß gehen, ist klar. Vielleicht hier vorne auf diesem Felsen. Und ich würde ganz schnell rüberfliegen zur Schrotflinte. Weil das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Vielleicht schlage ich hier auch kurz mein Zelt auf. Es ist schon 16:45 Uhr, also es wird gleich dunkel. Und ich hoffe, dass morgen tatsächlich der Schnee schmilzt. Und also ist mein Plan, ich mache es einmal Tag, ich übernachte hier, ich stärke mich auch einfach nochmal, würde dann versuchen, hier abzuspringen. Ist nicht einfach, weil hier die ganzen Bäume sind. Du musst, du brauchst ja immer einen Punkt, wo du ein bisschen frei gleiten kannst. Ich hoffe, das gelingt mir, wenn ich hier runterspringe und dann entlang vom Fluss nach unten fliege. Dann einmal zur Schrotflinte, die abholen und dann gehen wir wieder nach Hause, weil dann haben wir alles, was ich haben will. Und das bedeutet, das erspare ich euch jetzt, weil das wirklich langweilig ist. Und wie gesagt, wir haben alles erst vor kurzem gemacht. Wen das interessiert, sucht die Folge raus. Ich hänge euch am Ende hier noch die Folge ran mit der Höhle, wo wir die ausführlich machen im Detail. Und den Weg zur Schrotflinte. Die zwei Folgen hänge ich euch dran. Und hier würde ich es einfach skippen, sodass wir heute noch an der Base ein bisschen bauen können. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Wir sehen uns also. Bis gleich. Hoch hinaus. So, here we are. Und los geht's. Krabb schneller. Krabb schneller. Ich komme bestimmt gleich. Und da ist sie. Und yes. Here we go. So, ich suche den nächsten Absprungpunkt. Und weiter geht's. Yes, easy Absprungpunkt hier. Und der Klippe geht immer am besten. Wir nehmen ein bisschen Schwung mit. Das mache ich einfach immer gerne, auch wenn es, glaube ich, inzwischen viel leichter ist, Höhe zu gewinnen. Ich finde es cool, du nimmst ein bisschen Schwung und ab geht die Post. Ich habe auch noch kurz überlegt, ob ich noch ein bisschen Munition besorge nebenher, aber das können wir auch von zu Hause super easy erledigen. Da gibt es einen guten Spot, ein kleines Camp, wo auch ein oder zwei Munitionskoffer liegen. Das ist gar nicht weit weg von uns, da können wir zu Fuß hinlaufen. Von dem her haben wir überhaupt keine Eile. Und ich freue mich jetzt einfach nur. Habe auch noch überlegt, ob wir den Revolver holen. Der liegt ja im Prinzip da hinten bei den Golffeldern. Ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir haben die Schrotflinte, wir haben die Pistole. Und ich habe auch schon gelesen, dass man sich wohl die Pistole jetzt, also die kann man sich wohl nochmal holen. Habe ich ehrlich gesagt nie nachgeschaut, ob die wieder spawnt, weil das irgendwie für mich auch ein bisschen ein, ja, ich weiß nicht, klar, der Loot in den Containern spawnt ja auch wieder. Aber irgendwie bei den Waffen finde ich es ein bisschen, ich habe die doch einmal abgeholt. Warum sollte da jetzt schon wieder eine liegen? Habe ich noch nie gemacht. Wir holen uns die zweite einfach in der Höhle am Schluss. So wie wir es bisher immer gemacht haben. Aber bleibt auch ein bisschen spannend bis dahin. Und zwischendurch können wir uns ja dann den modernen Bogen holen. Der ist ja auch nicht so weit weg von uns. Und so, dass wir dann immer mal wieder kleine Ausflüge haben. Und nicht alles so am Stück reingepresst ist. Wir haben ja Zeit. Ist ja überhaupt kein Problem. Und da ist es schon. Unser schönes Zuhause. Jawohl. Unser Absprungfels, unser See, ein Traum. Ja, ich hatte gehofft, dass der Schnee vielleicht schon weg ist, aber dann bin ich mir sicher, dass es morgen soweit ist. Vielleicht regnet. Nee, meistens ist es tatsächlich so, an dem Tag, wo der Schnee verschwindet, ist es morgens hat es noch Schnee und dann wird es aber relativ schnell regnen und dann ist alles weg. Ja, cool, komm, wir gehen ein bisschen runter. Schaut mal unsere kleine Festung, oder? Sieht doch gut aus. Ah, und unsere Freunde, die Elche sind auch schon wieder da.
ist, versuch mal irgendwie elegant zu landen. Und we're going down. Yes. Ah, cool, Leute. Schön, zu Hause zu sein. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder 4 Jahre auf Kelvin warten. Ist, ja, ist nicht schlimm. Hier ist voll. Und hier ist voll, ja, ein Träumchen. Kelvin hat richtig losgelegt. Ja, dann würde ich sagen, auch wenn jetzt Schnee liegt und ich bei Schnee nicht so gerne baue, frisch ans Werk, lasst uns doch mal Folgendes machen. Da hinten liegt nämlich, okay. Ich würde es jetzt so machen, lasst uns mal versuchen, eine Türe zu bauen. Und zwar hier vorne. Hier bin ich ein bisschen nach außen, hier bin ich ein bisschen nach außen. Das finde ich aber ganz gut. Und jetzt überlege ich mir, vielleicht gehen wir nochmal. Ist das der Zaun? Jetzt überlege ich mir, wenn ich den so setze. Zittert doch nicht so. So. Den hier. So. Machen wir kurz weg. Das Navi weg hier. Bisschen nach rechts geht nicht. Wenn ich ihn. Ne, wir machen ihn mal so. Und wenn ich jetzt vorne zumache, ob mir das so reicht, wie ich das gerne hätte. Vielleicht nochmal einer raus. Versuchen es noch mit einem nochmal. So. Und jetzt gehen wir mal rüber und dann schauen wir, ob das geht. Weil ich will es nicht ganz so eng hier haben. Wenn wir jetzt zumachen, lass kurz überlegen. Könnten wir was Cooles daraus bauen? Fällt mir da jetzt irgendwie spontan was ein? Wahrscheinlich nicht. Machen wir es mal zu, vielleicht kommt mir da noch eine Idee. Ansonsten bleibt es einfach eine Tür. So wie ich das mir vorgestellt hatte. Ich hoffe, die treffen sich jetzt auch wirklich. Keine Ahnung. We will see. Ansonsten müsste ich von einer Seite bauen und nicht aufeinander zu. Das müssen wir mal schauen. Das geht auch. Also wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wenn es jetzt so nicht klappen sollte, dann halt anders. Dann muss ich quasi von einer Seite zur anderen rüber bauen. Das ist aber egal. Das kriegen wir hin. Weil vor allem da, wo die Tür ist, muss es halt aufeinander passen, damit ich das hier reinbauen kann. Aber das werden wir sehen. Es passt, glaube ich, nicht ganz aufeinander, wenn du mich fragst. Es geht ein bisschen zu weit nach außen. Jetzt muss ich, genau. Ja, ja, ja. Das passt nicht. Dann bauen wir es von einer Seite zur anderen. Ist ja kein großes Ding. Wie ich meine. Und dann gibt es halt irgendwo eine Überlappung hier an der Stelle oder so. Aber das juckt mich dann ja auch nicht so arg. Nehmen wir nochmal 2 Stämme mit. Das kriegen wir hin. Und wenn ich den jetzt hier so reinbaue, dann wäre zumindest schon mal zu. So, leg den mal weg. Ordentlich kaputt gemacht. So, jetzt spitzen wir die mal selber kurz an. Ohne Kelvin. Das ist tatsächlich sehr praktisch, dass er diese Fleißaufgabe übernimmt. So. Und was ich dann noch machen möchte, und das ist halt, wie gesagt, schwierig im Schnee. Ich würde gerne diesen Zaun bauen, aber ich habe halt Angst, den aufzubauen, wenn ich noch keine Steine zur Hand habe. Weil mir dann die Stämme, sobald, also die Stöcke, sobald ich dagegen komme, wegglitschen. Von dem her. So, wie war das jetzt nochmal mit der Tür? Lass mich mal nochmal ganz kurz schauen. So. Wollen wir das so haben? Es geht auf jeden Fall nur eine, so wie ich das sehe. Geht nach innen auf. Stört mich das, dass nach innen aufgeht? Es geht jetzt immer noch. Ich hätte es gerne nach außen. Das bedeutet, ich müsste den hier weg. Jetzt geht es nach außen. Ja, ist doch okay, oder? Das ist doch okay. So, den hier noch. Und jetzt Türe zu. Ist das Symbol hier. Ja, finde ich okay. Eine doppelte kriegen wir hier halt nicht hin. Es sei denn, lass mich mal kurz gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann hätte ich es anders bauen müssen. Die Türe ist hier, deshalb habe ich jetzt hier nur so eine kleine Rampe gemacht. Ansonsten hätten wir es auch doppelt machen können. Aber auf der anderen Seite, hey, zu was, oder? Ich finde, es sieht gut aus so. Können wir so lassen.
Ich habe Speere gesammelt. So. Dann würde ich sagen, ich mache die Türe wieder auf. Fleißarbeit. Jetzt machen wir das Häuschen voll fertig. Mal schauen, vielleicht kann ich die auch von unten hochwerfen, dass die hier auf unsere Solarpanel fallen und die zerstören. Nee, keine Ahnung, Spaß. Vielleicht kann ich die halt hier irgendwie... Ja, die rollen halt wieder runter, ne? Nee, geht. Das wäre cool, dann können wir hier so ein paar hochlegen. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder mit einem... die Kuller nach vorne runter. Mit einem Seil arbeiten. Würde vielleicht sogar Sinn ergeben, dass wir uns die hochschicken. Muss ich mir mal kurz überlegen. Weil jetzt ist bestimmt, genau, da unten liegt der jetzt super gut. Dass wir uns die irgendwie hier rein... ja, das würde Sinn machen. Ich habe eine Idee. Das macht Sinn, weil wir ziemlich viele davon brauchen. Und wenn ich die jetzt alle einzeln reinschleppen muss, dann wird das nicht so lustig. Lasst mich mal probieren. Ja, ich habe eine Idee. Den hier mal bitte. Gib mir nochmal einen. Oder zwei. Nee, einer müsste reichen. Wenn ich den jetzt hier drauf setze. So. Nee, reicht nicht. Wo könnte ich sie noch hinglitschen lassen? Also ich kann ja den wieder rausbauen, dass ich hier zumindest durchlaufen kann. Meine Überlegung war, wenn ich die hier dagegen schieße, von hier, aber das geht nicht, weil ihr seht es ja, selbst wenn ich hier stehe, die Mauer ist im Weg. Das wird nicht funktionieren. Ich müsste hier ein Loch reinmachen erstmal. Weiß ich nicht, ob ich da glücklich bin. Machen wir hier zu. Und dafür hier auf. Vielleicht reicht es ja. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. So würden wir von unten hinkommen. Hier habe ich auch noch zwei vergessen. So. Wir versuchen es einfach. Seilrutsche. Lass uns einmal rausgehen. Also klar, hier ist der Stamm. Den würde ich auch treffen. So. Und wo baller ich den hin? Hier. So, das ist jetzt einfach mal die schnellste und beste Lösung, die mir einfällt. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Ja, vielen Dank. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. So, so. Und jetzt mal schauen, ob die drüber springen. Nein, wunderbar, genauso habe ich es mir vorgestellt. Also cool. Jetzt können wir die hier rein werfen. Und zwar alle, weil wir werden sie brauchen. Last but not least. 1, 2 und jetzt schauen wir mal rein, was sie da Tolles gemacht haben. Ob die auch alle drin liegen. Der eine oder andere sah so aus, als wäre er irgendwie hier drüben. Really? Ihr habt es doch gesehen, oder? Was? Okay. Funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schön. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für nichts, schalala. Danke für nichts, schalala. So. Und rüber damit. Und hoch. Ja, jetzt haben wir sie quasi von der einen Seite zur anderen verfrachtet. Das war genau so, habe ich es mir vorgestellt. Genau so. Spiel. Was ist los? Den kann ich nur rausmachen, wenn ich jetzt wieder... Würde ich aber in dem Fall auf jeden Fall machen wollen. Ist völlig klar. Weil ich natürlich hier innen drin diese Balken nicht haben will. Wir werden sie an der einen oder anderen Stelle haben. Habe ich mich aber noch nicht entschieden, wo ich eine Treppe hinbauen möchte. Das ist bei mir jetzt sozusagen noch offen. Müssen wir noch schauen. Ja... Das bedeutet aber, ist dumm gelaufen mit unserer Seilrutsche hier, weil die Stämme jetzt natürlich, ja. Aber hier hatten wir doch irgendwo den Punkt, genau, dann machen wir es einfach so. Ist ja auch kein Problem. Bisschen Handarbeit muss einfach sein. So, den rüber. Und noch eine Reihe, dann haben wir es schon. Ich würde den kurz opfern. Dass wir wieder diese schönen Stützen machen. Finde ich cool. Gefällt mir auch sehr. So.
wie gesagt, wird jetzt alles ein bisschen gedrückter hier natürlich, dadurch, dass wir nicht mehr doppelstöckig bauen. So. Aber wir können uns ja überlegen, hey Kelvin. Achso, ja, das Problem ist, wenn ich ihn jetzt beauftrage, Stämme zu holen. Oh, aber was wir machen könnten, lass uns das mal ausprobieren, wenn wir Kelvin ins Haus holen und sagen, er soll uns Stämme bringen und dort fallen lassen. Ja, genau. Das versuchen wir gleich mal. Ich verarbeite die zwei hier kurz. Und dann schnappe ich mir Kelvin und wir schauen uns das mal an. So, Kelvin. Kelvin, komm. Kelvin, kann man dir helfen? Wie kann man denn das wieder... Ja, okay. Trägst du den so freiwillig bei dir oder... Ich würde dir gerne helfen. Das sieht nicht gut aus. Da war es gerade, das Symbol. Schaut mal, warte. Moment, ich muss den richtigen Punkt erwischen. Hier. So. Wow, Kelvin, du bist den ganzen Weg... Ja, du hast ja eigentlich eine Pause verdient, oder? Komm mal mit. Achso, habe ich ja gerade schon gesagt. So. Genau. Komm mal mit. Nichts Schwieriges. Ganz, ganz leicht. Komm mal her. Ich bin mal gespannt, ob er das macht. Also ich sage so, Kelvin, hole Bämme und fallen lassen. Und zwar genau hier. So, bin ich mal gespannt, ob er das macht. Los geht's. Weiß jetzt nicht, wo er hinrennt. Ach, da unten war ja noch einer. Ja, okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal machen. Und ich kann mir jetzt nebenher... Super, Kelvin, super. Ich kann mir jetzt nebenher überlegen, wir müssen ja irgendwo nach oben. Also gerade auf das Stockwerk. Und ich überlege mir, wir haben jetzt... Die Tür ist ja nicht in der Mitte, ist ja logisch. Das bedeutet, wenn wir hier reinkommen... Lass mich das mal schauen, wenn wir hier reinkommen... tendenziell sagt mir mein Bauchgefühl, ich soll das rechts machen, deshalb mache ich es nach links. Frag mich nicht. Ich würde es in dem Fall nach links machen, dass wir hier hinten nach oben gehen. Oder... Bin mir noch nicht sicher, wie die Treppe aussehen soll. Super. Jawohl, okay, so funktioniert das. Cool. Das ist doch schon mal ziemlich cool. So, jetzt nehme ich den einen wieder raus. Dann machen wir uns hier auch wieder unsere Stützbalken. Mal hier. Kelvin ist jetzt hier in dem Fall natürlich nicht der Schnellste, aber wir ja auch nicht. Wir müssen ja auch immer raus und rein rennen. Und von dem her kann ich mir vielleicht so immer wieder kurz überlegen. So sieht das Ganze aus. Und natürlich kommen jetzt dann überall eben genau wie es hier schon angezeigt wird, kommt die Decke rein. Und ich überlege gerade nur... Oh, ja, das sollte nicht im Weg stehen. Wo ich die Treppe hätte, weil die verbraucht ja schon ein bisschen Platz. Und wenn ich die jetzt hier nach hinten mache, funktioniert das nicht, weil wir ja dann hier hochkommen. Das bedeutet, ich muss die Wände dann so machen, dass wir hier reinlaufen und hier nach oben gehen. Also sprich jetzt mal als Beispiel. Beispiel. Bau das mal eben. So. Vielleicht sollten wir Kelvin helfen, weil das echt lange dauert, glaube ich, bis der die Stämme bringt. Aber lass mich mal kurz austesten. Super, danke. So, wenn wir den jetzt noch hier reinbauen. So. Und jetzt würde ich gerne... War das richtig? Weiß ich noch nicht. Lass uns mal kurz schauen. Oh, und Durst hat er. Ach komm, wir haben es. Energy Drink. Hau die Dose in die Botanik, jawohl, wird sich fest. Und jetzt geht's schon wieder. So, ich hoffe, dass morgen der Schnee weg ist. Ey, gefühlt ist es schon seit 4 Wochen Winter, oder, hier im Spiel? Kelvin? Ja, okay. Wir helfen ihm mal, er ist echt langsam. Nein, 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 da bleiben. So, ja, jetzt rollen wahrscheinlich noch mehr runter. Mist. Okay, so. Also wir müssen da unterstützend helfen, Kelvin ist zu langsam. So, also meine Überlegung war jetzt, jetzt müsste ich doch hier eine Treppe bauen können. Nee. Why not? So, ja, das Treppenbausystem ist tatsächlich sehr umständlich. Ich musste alles hier nochmal wegmachen. Du musst tatsächlich erst diese blöde Schräge hier reinmachen, warum auch immer. Kein Schimmer, es hat auf jeden Fall nicht anders funktioniert.
Von dem her bin ich jetzt einfach schon mal froh, dass es klappt. Super, Kelvin legt voll los. Die Frage ist, brauchen wir den hier? Den brauchen wir doch gar nicht, oder? Aber ich würde natürlich gerne... Lass mal schauen, ob ich den raus... Ja, super, okay, weil sonst komme ich ja auch nicht richtig hier rein. Finde ich eine gute Sache. So, sieht es doch gut aus. Jawohl. Okay, cool. Finde ich auch besser, wenn es so ein bisschen offen ist. Und den hier kann ich nicht rausmachen, ne? Nee, ist ja auch logisch. Okay, cool. Ja, dann können wir loslegen. Das macht er jetzt ja auch immer mit zwei Stämmen. Finde ich richtig geil. Das müsste jetzt deutlich schneller gehen als sonst. Und hier kommt natürlich alles zu. Ist sehr ungewohnt. Wie gesagt, ich hatte mich so dran gewöhnt, diese Höhe von unserem Langhaus zu haben. Weiß ich noch nicht. Also oben muss es auf jeden Fall irgendwie größer werden, sonst werde ich, glaube ich, nicht glücklich. Muss ich gestehen. So, wir helfen Kelvin mal wieder. Damit wir hier schneller vorankommen. Und ja, beim nächsten Mal, genau. Also ich würde jetzt mal eine Baufolge einlegen wollen, weil ich will hier Fortschritt sehen. Ist ja völlig klar. Das bedeutet beim nächsten Mal... Kelvin? Was machst du? Ich habe gehört, wie er irgendwelche Baumstämme irgendwo hinballert. Ich weiß es nicht. Genau, beim nächsten Mal würde ich halt mich auf Verteidigung konzentrieren. Meine Idee ist zum Beispiel, ich schaue immer mal wieder jetzt auch so auf die Uhr, meine Idee ist, hier noch ein paar Bäume abzuholzen. Wir brauchen ja sowieso Stämme. Dann auch die Stümpfe endlich wegzumachen, sodass wir mal wissen, in welchem Umkreis wir freien Platz haben wollen. Und dann würde ich hier in diesem... Sag ich mal, unserem Battlefield, ja, da wo sich vielleicht die Dinge dann abspielen werden, würde ich hier versuchen wollen, an ein, zwei Stellen so eine Art Palisaden zu errichten. Die würde ich dann auch mit diesen Spikes ausstatten und so weiter und so fort. Also in der nächsten Folge, das liegt da oben, ja, in der nächsten Folge, da freue ich mich schon drauf, da soll alles in Richtung Verteidigung liegen. Und deshalb würde ich jetzt hier versuchen, weil ihr seht ja, das ist jetzt alles... ja, sag ich mal, repetitiv, das wiederholt sich ständig, da muss man nichts beachten. Ich mache jetzt die Decke rein und mache oben noch ein paar Balken hin und so weiter. Das würde ich jetzt, weil ich so ein klein bisschen Zeit habe, würde ich jetzt nebenher machen, ohne zu versprechen, dass es komplett vollständig wird, würde ich jetzt zumindest mal ein Dach drauf machen. Dann haben wir die erste Stufe schon mal erreicht und in der nächsten Folge dann eine kleine gemütliche Baufolge im Sinne von Verteidigungsanlagen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ja, von dem her, ich finde, es war eine ganz spannende, abwechslungsreiche Folge, für mich zumindest, hat echt Spaß gemacht. Ich mag das immer so, ein paar Dinge zu erledigen, irgendwo einen Ausflug zu machen. Ich meine, jetzt haben wir heute einiges gemacht mit der Schaufel und der Pumpgun. Und dann jetzt aber auch wieder hier zu sein, zu Hause, mit dem Bauen voranzukommen, macht mir wahnsinnig Spaß und macht dann halt auch, macht es echt kurzweilig. Auch wenn ich jetzt natürlich zwischendrin, weil ich ja einiges dann geskippt habe, deutlich länger hier dran war, als es für euch dann in der Folge sein wird. Hat mir trotzdem Spaß gemacht und ging wie im Flug die Zeit, wirklich. Richtig, richtig cool. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.